Frederik Tiffels ist beim EHC Red Bull München in dieser Saison der Mr. Champions Hockey League. Der Stürmer sorgte mit seinem 8. Treffer in der Königsklasse für den Ausgleich im Rückspiel gegen Luko Rauma und ebnete so den Weg unter die besten 4 Teams der CHL. Ja, war ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich denke mal auf sehr hohem Niveau. Beide Mannschaften läuferisch stark, gab wenig Platz, wenig Zeit auf dem Eis. Ja, und am Ende entscheidet so ein Arbeitertor. Und wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Hard game. Ein hartes Spiel, gute Zweikämpfe. Ich bin stolz auf mein Team, wie es gekämpft hat. Viel Glück für München. Es ist das zweite Mal nach 2019, dass der EHC Red Bull München das Halbfinale der Champions Hockey League erreicht. Damals wurden sie Zweiter. Everything is possible. Alles ist möglich. Und wenn du nach einer so schweren Woche mit so einem starken Sieg antwortest, bringt das Selbstvertrauen für die Mannschaft. Im Halbfinale treffen die Münchner mit Tappara Tampere erneut auf einen Club aus Finnland. Ich gehe davon aus, dass sie auch sehr gut sind. Die letzten 4 Mannschaften in Europa wird nicht leicht. Aber ja, ich denke mal, wir haben heute gezeigt, dass wir eine absolute Top-Mannschaft sind und freuen uns auf die Challenge. Anfang Januar geht es weiter in der Champions Hockey League. Und wenn Frederik Tiffels auch im neuen Jahr so treffsicher in der Champions Hockey League ist, können die Münchner weiter vom Endspiel träumen.